Herzlich willkommen in der ersten Online-Phase in der Fachfortbildung zum OER-Fachexperten, OER-Fachexpertin. In diesem Video erfahren Sie, wie die Online-Phase abläuft, wer Sie betreut und wie es danach weitergeht. Die Online-Phase ist die zweite Stufe. Die erste Stufe ist das Kick-Off, Materialien aus dem Internet richtig nutzen. Die dritte Stufe ist der Workshop für Macher und Macherinnen. Die darauffolgende Online-Phase bereitet auf die Prüfung vor, zum geprüften OER-Fachexperten BDVT. Die ersten beiden Stufen können ausgetauscht werden. Das heißt, es kann erst das Kick-Off durchgeführt werden und dann die Online-Phase gemacht werden. Oder aber mit der Online-Phase begonnen werden und dann parallel oder danach das Kick-Off. Workshop und Prüfung sind nicht austauschbar. Kick-Off oder Online-Phase können auch einzeln besucht werden, ohne am Rest der Veranstaltung teilzunehmen. Noch ein Tipp für Experten. Viele Übungen in der Online-Phase können dazu genutzt werden, die Prüfungsunterlagen vorzubereiten und durch die anderen Teilnehmenden ein erstes Feedback zu erhalten. Nachdem wir jetzt wissen, wie die Online-Phase abläuft, möchten Sie sicher die Macherinnen und Macher, die hinter dem Kurs stehen, näher kennenlernen. Hier sind Sie. Ich bin Dr. Sabine Preuße, selbstständig mit Raumzeit-Coaching, Beratung und Training im Bereich Forschung und Entwicklung. Seit 2014 bin ich Vizepräsidentin des BDVT, dem Berufsverband für Training, Beratung und Coaching. Und seitdem beschäftige ich mich auch mit dem Thema Open Educational Resources. In unserem Projekt OER MUMIF, Open Educational Resources, Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung, bin ich Projektleiterin und damit für die Gesamtkoordination des Projektes zuständig. Ich unterstütze auch bei der Erarbeitung der Inhalte, der Gestaltung der Online-Phasen und auch der Moderation der Online-Phasen. Hallo, ich bin Hedwig Seifel, selbstständige E-Learning-Beraterin, Learning-Designerin und Trainerin. Seit 2012 engagiere ich mich für Open Educational Resources unter anderem als OER-Beauftragte beim BDVT, dem Berufsverband für Training, Beratung und Coaching. Bei den OER-Fachexperten bin ich zuständig für die inhaltliche Gestaltung sowie für die Durchführung von Kick-Offs und den praktischen Workshops. In der Online-Phase werde ich Sie als Moderatorin begleiten und Ihnen jederzeit zur Seite stehen. Hallo, mein Name ist Anja Lorenz und ich leite in Lübeck die MOOC-Produktion. Ich beschäftige mich seit etwa 2009, 2010 mit OER und habe da schon eine ganze Menge gemacht. Jetzt im Kurs bin ich so ein bisschen Mädchen für alles. Ich habe den Kurs eingerichtet, ich bastel ein paar Fragen rum, ein paar Videos schneide ich und natürlich habe ich mich auch inhaltlich ganz gut einbringen können. Moin, ich bin Markus Daimann, Bildungswissenschaftler und beschäftigt an der FH Lübeck als MOOC-Maker. Mit OER habe ich schon seit wann eigentlich? Ich glaube, seit 2007 habe ich mit OER zu tun. Damals hatte ich das Glück, eines der ersten EU-Projekte in Deutschland zum Thema OER zu bearbeiten. Seit der Zeit lässt mich das Thema nicht mehr los. Deswegen freue ich mich auch sehr auf diesen Kurs, wo ich nicht so eine prominente Rolle habe wie Anja. Ich bin mehr zum Hintergrund, aber schaue mir das Ganze auch mit großem Interesse an. Zu jedem Kapitel gibt es ein Einführungsvideo, das einen Überblick über die einzelnen Themen gibt. Videos zeigen Input zum Thema. Dokumente und weiterführende Links sind dann zum Weiterarbeiten gedacht. Und natürlich gibt es auch die ein oder andere Übung. Dazu bieten wir vorstrukturierte Foren an. Hier können die Teilnehmenden Fragen stellen, Antworten erhalten und mit anderen Teilnehmenden oder auch den Moderatoren ins Gespräch kommen. Wie bei allen MOOCs liegt der Lernerfolg ganz in der Hand des Lernenden. Ganz nach dem Motto, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es heraus, bedeutet dies für mich, wenn ich qualitatives Feedback haben möchte, muss ich auch anderen ein qualitatives Feedback geben oder eine Frage entsprechend umfangreich formulieren. Die Erfahrung zeigt, nur wer zuerst gibt, wird auch etwas zurückbekommen. Wenn ich erwarte, etwas zu bekommen, muss ich auch zuerst etwas geben. In diesen 3 Stunden pro Woche sind sowohl die Videos enthalten, als auch die Zeit für das Durcharbeiten der angebotenen Materialien, die Teilnahme am Forum und natürlich auch das Durcharbeiten der angebotenen Links. Indem ich regelmäßig lerne und arbeite,
Indem ich alle weiterführenden Links nachverfolge und auch die Materialien durcharbeite und indem ich den aktiven Austausch mit anderen Lernenden suche. Dieser Kurs lebt Open Educational Resources. Das heißt, Videos und Materialien werden neu gemacht und auch remixed. So kann es sein, dass es Materialien gibt, die für unterschiedliche Zielgruppen und Branchen, zum Beispiel Schulen, Trainer, aber auch Hochschulen, produziert wurden. Sie lassen sich ohne weiteres auf Trainerinnen, Seminar- und Seminarleiterinnen und auch andere erwachsenen Weiterbildnern übertragen. Wenn es dort Unklarheiten gibt, dann können die gern im Forum diskutiert werden. Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg, viel Lernfreude auf dem Weg zum OER-Fachexperten.